Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht Boogie. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute dreht sich bei uns alles um das Thema Große für Kleine. Senioren engagieren sich für Kinder. Zunächst lassen wir einen Teilnehmer zu Wort kommen, anschließend informiert euch meine Kollegin Gerda über das Projekt. Ich habe in den letzten Jahren immer deutlicher gemerkt, wie sehr Kinder, meist aus Zuwandererfamilien, Schwierigkeiten haben, hier in Deutschland voll integriert zu werden. Und das wäre mein Hauptziel, hier ein klein wenig dazu beizutragen, dass sie sich in Deutschland wohlfühlen. Geliehene Großeltern, ein neues Phänomen. In der Presse werden sie als Leihomas und Leihopas gehandelt. Vielleicht kein ganz glücklicher Begriff für eine wichtige und innovative Dienstleistung im Ehrenamt. Doch unabhängig vom gewählten Namen stellen sich diese Großelterndienste einem Kernproblem unserer Gesellschaft. Immer weniger Kinder erleben im Aufwachsen ihre Großeltern und viele Senioren und Seniorinnen fehlt der Kontakt zu den Enkeln. Den generationenübergreifenden Familienverband im gleichen Haus oder zumindest in Wohnortnähe gibt es kaum noch. Die gesellschaftliche Flexibilität und Mobilität hat ihren Preis. Wenn Großeltern noch leben, dann wohnen die jungen Familien häufig weit entfernt von ihnen, sodass die selbstverständliche Begegnung im Alltag und die gegenseitige Unterstützung nicht mehr möglich wird. Dieses Grundbedürfnis haben viele Verbände erkannt und in den letzten Jahren boomen die sogenannten Großelterndienste und jetzt in Stuttgart das Projekt Große für Kleine, initiiert vom Verein Generationentreff rund um Gerlingen im Initiativzentrum Mehrgenerationenhaus in Stuttgart-Heslach. Das Vereinsprojekt Große für Kleine startete am 15. Juni 2010 mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch e.V. Zu dem Thema haben wir nach der Musik gleich eine Interviewpartnerin live bei uns im Studio.